Wir sind am Abschluss dieser Kundgebung. Das Ziel dieser Kundgebung war es auch, ein Meinungsstatement abzugeben, das Recht auf Meinungsfreiheit einzufordern und auch einzufordern, dass Demokratie respektiert wird. Seit mehr als 7 Monaten vollzieht sich in Gaza ein aktiver, konkreter Völkermord. Seit über 7 Monaten. Und wir dürfen uns auch keinen Illusionen hingeben. Insofern ist die Aufgabe der Polizei natürlich ein bisschen undankbar. Aber wir dürfen uns keinen Illusionen hingeben, wer die Entscheidungen fällt. Und auch keine Illusionen hingeben, dass das offizielle Österreich, die politischen Eliten in diesem Land und die medialen Eliten in diesem Land, alle jene, die profitieren von diesem System, wie es der Status quo ist, dass die ihre Meinung ändern werden. Sie können ihre Meinung nicht ändern. Der Zug ist in Richtung westlicher Block abgefahren, an der Seite der Eliten. Wir haben einen Staat Israel und der existiert nur und kann seine Verbrechen nur begehen vor den Augen der Weltöffentlichkeit, weil er gestützt wird von den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist klar. Und das ist die Supermacht und die monopolare Weltmacht derzeit. Aber die ist am Sinken begriffen. Und das macht sie umso gefährlicher. Und wir erleben es, wie die EU immer weiter ident wird mit der NATO. Und wie die österreichischen Eliten versuchen, Österreich in die NATO zu bringen. In ein neutrales Land. Ein neutrales Land nach seiner Verfassung. Einfach zur Teilnahme an Kriegsgeschehen zu bringen. Mit Waffen zu unterstützen. Und an der Seite von Völkermord zu stehen. Ich erinnere daran, dass auf der anderen Seite eine große Mehrheit in diesem Land lebt, die nicht bereit sind, für Völkermord einzustehen, in einer Nibelungentreue, wie das die österreichische Regierung macht und alle Parlamentsparteien machen. Das ist die schweigende Mehrheit. Und die Maßnahmen, die antidemokratischen Maßnahmen, sind eine Reaktion auf die Furcht der Regierenden vor dieser Stimme der Straße, vor dieser Stimme der Mehrheit der Menschen, die nicht für Völkermord einstehen wollen. Das heißt nicht, dass sie auf die Straße gehen und demonstrieren, aber die Mehrheit der Menschen versteht, was da passiert. Und alle Sprachregelungen und alle Verdrehungen werden die Tatsache in historischer Dimension nicht verändern können. Ja, und es wird heißen, was hast du getan im Angesicht vom Völkermord in Palästina, begangen vom Staat Israel. Und sie schütten alles über uns aus, aber wir dürfen nicht vergessen, die Republik als Ganze hat einen antifaschistischen Auftrag aus den Zeiten der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ihrem Raubkolonialismus. Ja, schauen Sie, man könnte jetzt auch sagen, ah, ist ein Nazi, ne? Aber dieser antifaschistische Auftrag wurde von der Regierung der Republik Österreich verraten, in mehrfacher Hinsicht verraten. Und was eigentlich der Skandal ist, der Skandal, der hinter
der Aushebelung der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Grundrechte und diesen Kurs auf autoritäres Regieren steht. Dass seine Legitimation durch das Volk schon längst verloren hat eigentlich. Das sieht man daran, dass sich die Menschen nicht mehr vertreten fühlen. Können Sie dann beim Kreuzerl entscheiden. Und der Verrat und der eigentliche Skandal dabei ist, die Umwertung aller Werte. Dieser antifaschistische Auftrag ist kristallisiert in einem niemals wieder. Und jetzt wird dieses niemals wieder benutzt. Achtung, Achtung. Gegen die Palästina-Solidarität. Die Landespolizeidirektion Wien. Gegen die Palästina-Solidarität. Dass sich in der Versammlung rechtswidrige Vorgänge ereignen und diese für die öffentliche Ordnung einen bedrohenden Charakter annimmt, wird die Versammlung hiermit aufgelöst. Wir sagen, wir sind. Sie haben 2 Minuten Zeit, den Versammlungsort zu verlassen. Wunderbar, danke schön für diese Hinweise. Mit Zwangsgewalt aufgelöst. Wir sagen mit aller Deutlichkeit, Meinungsfreiheit kann nicht eingeschränkt werden und Apartheid hat kein Existenzrecht. Menschen haben ein Existenzrecht. Jüdische Menschen, christliche Menschen, muslimische Menschen, buddhistische Menschen, Menschen ohne Bekenntnis, die haben ein Existenzrecht. Die haben ein Lebensrecht, ein Apartheid, Kolonialismus, Völkermord hat kein Existenzrecht. Und deshalb sage ich, wenn das Volk sich erhoben hätte, eingestanden wäre für Demokratie, gegen die Nazi-Diktatur, gegen Diktaturen, gegen Unrecht, gegen Kolonialismus, dann wären diese Unrechtsregime nicht möglich gewesen. Und in diesem Sinne sagen wir Intifada für Menschenrechte und Demokratie. Danke. Die Versammlung ist aufgelöst.